Herr Präsident, meine Damen und Herren, für die AfD geht es ja angeblich heute nicht um die Kunstfreiheit an und für sich. Ich sage aber, es geht um gar nichts anderes bei diesem Antrag. Kollege Schmidt hatte ja schon erwähnt, dass wir vor kurzem im ganzen Land die Causa Böhmermann diskutiert haben. Und damals, das muss ich gleich mal zitieren, sagte die AfD dazu, kritisierte den, Zitat, politischen Kniefall der Bundeskanzlerin vor Präsident Erdogan und bezeichnete diesen als rückgratlos. Einige Wochen später, wenige Tage würde ich sogar behaupten, sieht das schon wieder ganz anders aus und die AfD möchte munter die freie Meinungsäußerung einschränken und Auftrittsverbote verhängen für Musikgruppen, die von ihnen als sogenannte Husbands eingeordnet werden. Kann das zusammenpassen? Nein. Aber zur AfD passt es umso besser. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz schützt in Artikel 5 Absatz 3 die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks. So viel wurde heute auch schon erwähnt. Klar ist, Kunst darf, nein, sie muss sogar provozieren. Unsere Demokratie kann, soll und sie wird das aushalten. Jede Punkband muss natürlich ihr Image pflegen, erst recht, wenn sie aus Hamburg-Langenhorn stammt. Songs gegen Staat, Polizei und Politik sind da durchaus auch dabei. Und keine Frage, es gibt Grenzen, nicht nur die des sogenannten guten Geschmacks. Der Titel, eine der beiden Titel, der im AfD-Antrag erwähnt war, ist daher auch seit Jahren indiziert, das wurde heute schon erwähnt, und er wird von Slime auch überhaupt nicht mehr zum Besten gegeben. Er spiegelt übrigens einerseits in klassischer Punk-Tradition die radikale Ablehnung einer Gesellschaft, mit der die Mitglieder der Band und auch ihre Fans nur negative Erfahrungen gemacht haben, wieder. Aber der Jugendschutz hatte hier Vorrang vor dem Kunstschutz. Auch bei Volksverhetzung, wichtig, Sexismus und Homophobie, ist Ihnen alles bekannt, von Ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern zumindest, gibt es ganz selbstverständlich in unserem Staat Stoppsignale. Aber diese Grenzen, die werden nicht von Parlamenten, sondern von Gerichten gesetzt und das ist auch gut so. Und beim Lied Deutschland, daraus hat ja der Kollege Nockemann schon hier versucht zu zitieren, da sieht die Sachlage ja noch mal ganz anders aus. Da gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich weiß nicht, ob Sie es mal gelesen haben, das wäre eigentlich ganz angebracht gewesen. Dort wurde festgestellt, ja genau, ich führe das nochmal weiter aus als der Kollege Schmidt, dass dieser Titel keinen Aufruf zur Vernichtung des Staates sondern ihn anerkennt als, und jetzt zitiere ich aus dem Urteil, plakative, drastische Kritik mit satirischem Einschlag an gesellschaftlichen und politischen Zuständen in Deutschland. Das können Sie beim Bundesverfassungsgericht ja einmal persönlich anbringen, dass Sie das so sehen. Ich finde, wir als Parlament und auch Sie als AfD-Fraktion haben die Würde der Gerichte zu wahren. So, und jetzt nochmal auf den Inhalt genauer eingegangen. Was hat die Band Slime denn eigentlich hier gemacht? Sie hat provozierend die Parole „Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen“ vom Kriegsklotz am Stephansplatz, den Sie alle kennen, hat sie umgekehrt provokant in „Deutschland muss sterben, damit wir leben können“. Ich sage Ihnen hier mal ganz klar, da muss ich mich mal outen, ich bin ganz klar kein Fan von Punkrock, aber eins sage ich Ihnen auch klar, diese drastische Art der Kritik muss drin sein, und zwar auch, wenn es den Herren ganz rechts außen nicht passt. Auf die CDU und ihren Zusatzantrag möchte ich nur ganz kurz eingehen. Ich meine, das populistische Gebrüll der AfD gilt es eigentlich zu entlarven. Stattdessen aber versuchen die Christdemokratinnen und Christdemokraten hier im Haus ein paar Bonuspunkte ganz rechts zu sammeln. Das geht nicht. Und meine Damen und Herren bei der CDU, es spricht doch wahrlich Bände, dass ein seriöser, gestandener Kulturpolitiker wie Dietrich Wersig sich nicht zu diesem Antrag hier heute äußert und damit nicht in Verbindung gebracht werden will. Das spricht doch alles für sich. Ja, der sitzt ja da hinten. Er ist nicht nicht da.
So, ja, das ist ja Ihre Entscheidung, aber es sendet ein ganz deutliches Signal aus. So. Und ich will auch noch mal erwähnen, dass nicht nur die Trittbrettfahrerei der CDU, sondern auch das Stellen eines exakt wortgleichen Antrags, der bereits vor Monaten behandelt wurde, nicht nur peinlich, sondern auch unanständig ist. Meine Damen und Herren, wer ständig von Ideologie spricht, der sollte doch hin und wieder auch sich selber mal reflektieren. Meine Damen und Herren, Slime singen, Demokratie, die klappt wohl nie. Ich meine, sie klappt wohl. Und in diesem Sinne erkläre ich für meine Fraktion Ja zur Demokratie, Ja zum Rechtsstaat, Ja zur Kunstfreiheit und genau aus diesem Grund Nein zum CDU-Antrag und ein ganz klares Nein zur AfD. Vielen Dank.